Heute Abend bin ich reif für die Geriatrie. Was das mit dem Mango Possum von Birol zu tun hat, darüber rede ich, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Biervideo. Wenn euch Biervideos grundsätzlich interessieren, dann lasst doch gern da unten ein Abo da und unterstützt den Kanal. Ich sage danke dafür und freue mich, dass ihr heute mit mir ein Bier aus Tirol und Vorarlberg genießen wollt und das hoffentlich bei bester Gesundheit. Es geht um das Mango Possum. Und wenn man sich die Flasche so anschaut, dann denkt man, ja, das ist wieder was aus dem Hause Birol. Allerdings muss man es ein bisschen drehen und dann sieht man hier hinten das Logo der Geriatrie. Und ich weiß jetzt nicht, wie vielen von euch die Geriatrie was sagt. Das ist ein lustiger Name und ist ein, glaube ich, dem Hobbybrauerstatus längst entwachsenes Projekt von Aaron, Lukas, Simon und Alex aus Vorarlberg. Und die brauen zusammen mit größeren Brauereien im Gypsy Brew Verfahren Biere. Und dann sind das nicht irgendwelche Biere. Es war jetzt ein Winter IPA, war das letzte, an was ich mich erinnern kann. Dann war es ein Summer Ale, glaube ich, haben sie gemacht. Zusammen mit 1050 haben sie hier in Wien gebraut. Das andere weiß ich gar nicht, wo sie da gebraut haben. Aber das zumindest, das Mango Possum, das ist jetzt zusammen mit Birol. Und das ist ja auch nicht die schlechteste Adresse, wenn es darum geht, Bier zu brauen. Sie haben sich auch nicht irgendeinen Stil ausgesucht, sondern ein Spring Sparkling Ale. Klar, es ist Frühling. Da macht man offensichtlich jetzt die vier Jahreszeiten durch, weil das Projekt ist darauf angelegt, vier Biere pro Jahr zu brauen. Weiß nicht, ob das dogmatisch festgeschrieben ist, aber dann bieten sich natürlich die Jahreszeiten mal als allererstes Thema an. Und 6,1 Volumenprozent Alkohol sind ausgerufen, 13,7 Plato, 30 Bittereinheiten ungefähr. Und der Name Mango Possum setzt sich zusammen aus einem österreichischen Hopfen, dessen Name Mango oder Spitzname Mango Joe sein soll. Bitte klärt mich mal irgendwer auf. Ich weiß, dass es den einen oder anderen österreichischen Aromahopfen gibt, aber unter dem Namen Mango Joe ist mir da noch keiner unter die Fittiche hier gekommen. Aber es gibt sicher jemand von euch, der mir sagen kann, welcher österreichische Hopfen den Spitznamen Mango Joe hat. Aber jedenfalls ist er da drin. Der andere ist Vic Secret. Und Possum, offensichtlich heißen alle vier oder die ersten vier Biere Possum. Und da ist das also das erste Vierer-Serien-Bier dann eben immer unter dem Namen des Possums unterwegs. So, was habe ich noch vergessen? Es ist eine 007, also James Bond, die WLP 007, eine hochvergärende englische Alehefe, verwendet worden. Und Spring Sparkling Ale, darüber sollte ich noch reden. Es ist ein Bierstil, der eigentlich aus Australien kommt und ein etwas spritzigeres, aber nicht überbordend spritziges Ale ist. Und es ist, glaube ich, jetzt auch nicht so ganz, sie schreiben selber, es ist nicht so ganz dem australischen Stil angelegt. Es ist wohl ein bisschen herber und ein bisschen hopfenintensiver. Aber wir werden das jetzt alles mal gemeinsam rausfinden. Bei Birol ist es gebraut. Da oben ist auch die Birol Bottle Cap oben drauf. Dann hat alles seine Ordnung. Und wir schauen uns das Ganze mal jetzt gemeinsam an, wie ein Mango Possum denn wohl so aussieht. Also ich hoffe ja zumindest mal, dass da eine ordentliche Portion Mango jetzt trotzdem drin ist. Auch wenn ich Mango Joe nicht kenne. Ich bin echt gespannt, was ihr mir da hoffentlich irgendwie noch berichten könnt, wer Mango Joe oder was Mango Joe ist. Also, so, wir haben erstmal eine gleichmäßig getrübte, blasser, gelbe Farbe, ein sehr kompakter, schöner, weißer Schaum obendrauf, viel Kohlensäure auch im Glas, also Sparkling, da macht das Bier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Schaut mal ganz genau hin, sieht man das? Also da tobt die Kohlensäure tatsächlich drin und hält natürlich auch den Schaum dann oben schönst am Leben. Ja, da ist der Mango. Sehr gut. Nicht so intensiv, jetzt auch nicht so ein Überreifer, aber schöne, fruchtige Mangonote. Insgesamt aber ein bisschen so blumige Nase. Und so ein leicht kräuteriger Hopfen. Wenn es so weitergeht. Cheers!
Hoi. Ah, das muss man jetzt erstmal sortieren. Also man merkt schon, es ist eine sehr, sehr feine, sehr, sehr intensive Kohlensäure. Da bildet sich sofort auf der Zunge so ein cremiger Eindruck oder cremiger Schaum auch. Muss ich mal schauen, ob da irgendwas über... Ja, es ist Weizenmalz, Haferflocken und Gerstenmalz zum Einsatz gekommen. Und man merkt das schon am Mundgefühl. Es hat ein sehr, sehr weiches Mundgefühl. Aber auch die 30 Bittereinheiten, muss ich sagen, auch die merkt man. Es kommt so eine leichte, herbere Note mit rein. Hat eine mittlere, bittere, so kräuteriger Hopfen. Also das ist alles so ein schönes Gesamtbild. Mango arbeitet sich so ein bisschen durch. Also die braucht, der Mango braucht ein bisschen, um von hinten rauszukommen. Ist dann aber auch da. Überhaupt so ein bisschen tropische Fruchtnoten, helles Malz dabei, leichte Piniennote und insgesamt sehr, sehr frisch. So eine blumig-florale Note mit am Start. Also macht richtig Lust, dieses Bier zu trinken. Es ist jetzt über die Kohlensäure, finde ich, im ersten Moment, man hat das Gefühl, es ist nicht ganz so süffig. Im zweiten Moment merkt man, die stört eigentlich gar nicht. Es gibt ja so Biere, die sprudeln und haben so richtig intensive Kohlensäure und man hat das Gefühl, man geht auf wie ein Luftballon. Und das ist ja eben lustigerweise hier eben nicht der Fall. Es ist viel intensiver, viel cremiger, viel feinprickelnder, hätte ich mal gesagt, so ein bisschen... Ja, champagnermäßig ist es auch nicht, weil es eben über die Cremigkeit vom Schaum arbeitet. Aber es ist ein toll weiches, sanftes Mundgefühl und trotz alledem eben geht man nicht auf wie so ein Hefeteig, sondern das kann man richtig gut schütten und sich dann auch daran erfreuen und auch erfrischen. Ein schöner mittlerer Körper, spritzige, aber halt eben nicht so intensive Kohlensäure und dadurch dann doch am Ende des Tages sehr süffig, sehr gut trinkbares Bier und hinten raus wird es, wie gesagt, ein bisschen herber und die Fruchtigkeit geht ein bisschen zurück und auch die Süße, es macht einfach alles ein bisschen mehr dieser sehr leicht herben Note Platz und klingt dann doch mittellang hinten raus aus. Also ich muss sagen, es ist ein sehr überraschendes Bier. Ist für mich auch eins, wo man richtig schön reintauchen kann, wo man richtig schön so ein bisschen rumerforschen kann und suchen kann. Und ich bin froh, dass ich zwei Flaschen habe. Ich sage an der Stelle nochmal Dank an den Biersommelier Dominik, wie er bei Instagram und Facebook heißt, der mir dieses Bier geschickt hat. Lieber Dominik, liebe Grüße nach Vorarlberg. Bin immer sehr dankbar, wenn du mir, in dem Fall steckt ja Vorarlberg mit drin, Biere aus deiner Heimat zuschickst. Und ich revanchiere mich dann immer mit Geschichten, die es möglicherweise einfacher hier in Wien gibt. Mango Possum von der Geriatrie und Birol von ProbierTV gibt es dafür 4,5 Punkte für das Mango Possum, das, ich glaube, dritte Werk der Geriatrie im Zuge der Possum-Reihe. Und bin mal gespannt, was dann, müsste dann ja folgerichtig dann irgendwann der Sommer wiederkommen. Und schauen wir mal, was es da gibt. Dann soll es für mich für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ich bin raus, wir sehen uns. Bis dahin, tschüss, baba, servus, prost und ahoi. Cheers.